Hallo Radiofreunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Servus. Einen wunderschönen guten Morgen, heute am 2. Advent, der 4.12. Ja, und wir sind hier nicht bei dir zu Hause, sondern bei dir zu Hause. Fast im zweiten Wohnzimmer. Und wenn ich mal gucke, wie viel Zeit ich hier verbringe, dann ist es eigentlich mittlerweile, glaube ich, fast schon mein Erstwohnsitz. Nein, wir sind hier in den heiligen Hallen des Funkhauses Ortenau. Die Urlaubsresidenz für uns beide zumindest. Ja, 4.12., da klingelt bei mir was. Telefon? Nein, was anderes im Kopf, das hat vor ein paar Jahren gemacht. Kaputtes Auto? Nee, das macht dann Tja, lustiges Geräuscheraten mit Benjamin Maue. Schalten Sie wieder ein. Nein, es geht um Geburtstag, oder? Genau, da hat jemand Geburtstag. Und wer? Meine erstgeborene Tochter. Die heißt? Marie. Wir wollen nur, dass du glücklich bist, Marie. Nein, wir singen was anderes, oder? Passend zum Geburtstag? Happy Birthday. Also, das wollen wir Marie antun? Ja. Okay. Sie freut sich bestimmt. Dein Vater hat uns gezwungen. Freiwilliger Zwang. Marie, malst den beiden ein Bild dann, okay? Also, fangen wir an? Ja, fangen wir an. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Marie. Happy Birthday to you. Und die Jazzhände. Dann kommen wir wieder aufs eigentliche Thema zurück. Wir öffnen ein Türchen. Stimmt. Heute, 2. Advent, 4. Dezember. Sollen wir mal gucken, wo das Türchen ist? Genau. Ich muss ja immer suchen. So viele Leute, die es tatsächlich aber heute haben wir ja 6 Autos, ja, die gucken können. Und die zwei schönsten davon haben das Türchen schon entdeckt. Ja. Das ist nämlich auf dieser Seite. Und wenn ihr beide bitte der Kuh einmal jeweils in ein Nasenloch reinfassen sehr würdet. Sehr gerne, im Radio tut man eh nichts anderes. Hast du einen Handschuh? Nein, für diese Art Loch bei der Kuh haben wir keine Handschuhe. Schade. Gut, dann bist du bereit, ja, Luca? Achtung, Sesam. Öffne dich! Ah, popelig noch. Tada! Perfekt. Die Jetsen. Danke an Luca und Andi. Wir haben zusammen das 4. Türchen für euch geöffnet und wir hatten viel Spaß beim Drehen. Und für alle, die noch dran geblieben sind, sehen jetzt die Pannen, welche beim Drehen mal so einfach entstehen können. Viel Spaß damit. Bis morgen zum 5. Türchen am Montag, den 5. Dezember. Ciao, euer Ben. Wir sägen den Tisch ab. So, ihr schaltet brav wieder ein. Morgen früh ab 6, der Neumorgen. Schminke! Genau. Winke, winke, schminke. Genau. Winke, winke, nicht der Schminke. Der Dienstplan ist geschminkt. Gut. Wunderbar. An der Kaffeemaschine, wo Herr Schminke jeden Morgen seinen Kaffee zelebriert, ja, 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 dann stimmt. Ist das schon... Nein, die aus Respekt zu Schminke lässt sich schon Kaffee raus, der muss gar nichts mehr drücken. Ach so, das ist wie Chuck Norris, oder? Ja, genau, die Maschine hat einfach Angst. Ja. Du weißt doch, die Guten kommen ins Radio, die Schönen ins Fernsehen. Okay, was machen wir jetzt hier im Internet? Weder das eine noch das andere. Genau. Danke dafür, Benni. No herzlichen budget. Glückwunsch. Wir können uns auch buchen auf Hitradio an. Sie können uns auch buchen auf schwarzwaldradio.de. Genau. .com. .com. Ja. Das schneiden wir dann hin. Ja, so ist es. Der muss ein bisschen zaubern in der Post. Das ist kein Problem. Weil Sie können uns auch buchen auf schwarzwaldradio.com. Ihre Sternsänger für die Heilige Drei Könige. Schön, hallo, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir den 2. Dezember. Nein. Advent, scheiße. Machen wir nochmal. Cut. Am 4. Advent. Nein, am 4.12. Der 4. Advent ist erst in 2 Wochen. Der 4.12. Genau. Der 2. Advent. Ja, wer hat denn Geburtstag? Meine Herren, es ist deine Möglichkeit, die musikalische Showtreppe hochzustolpern. Dieter Bohlen, ich komme in den Recall, hoffentlich. Jo, geil. Würde er an dieser Stelle jetzt nicht sagen. Also, dann singen wir mal los, oder? Genau. Genau, wenn ihr morgen. Nee. Den Rest mache ich dann zu Hause. Ja, dann machen wir noch ein drittes. Ich glaube, wir drehen den nochmal um, weil das war jetzt eigentlich mit Hitradio und nicht Schwarzwaldradio. Achso, genau, dann müssen wir den.